Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Und eine neue Woche fängt ja wie immer bei uns mit einer freien Themennacht an. Und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Hier in der tiefen Nacht, live im Radio und im Fernsehen, egal über welches Thema. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Dirk ist mein erster Anrufer heute. Guten Morgen. Ja, hallo. Morgen, Domian. 27 Jahre alt. Nee, nicht 47. Nee, 27. 27, genau. Ja. Ja, und was geht's? Also bei mir, ich hatte ja damals zum Thema Feuer angerufen, da bin ich dann leider nicht mehr durchgekommen. Das weiß ich nicht, aber auch egal. Ja. Hauptsache, wir haben uns jetzt. Genau, ja. Und bei mir war das damals also ein Erlebnis. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kfz-Lackierer. Ja. Und da werden ja dann die Fahrzeuge abgeklebt und dieses Papier muss ja dann entsorgt werden. Mhm. Und da gab es dann diese großen Keske-Container. Mhm. Und da waren dann zwei ganz tolle Spaßvögel bei mir mit in der Ausbildung mit drin. Die haben mich dann also in diesem Container eingesperrt. Mhm. Und was ist das für ein Container? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ein richtiger Entsorgungscontainer, ein großer, ein richtig, also ich sag mal so, wie man auf der Bahn gewohnt ist, sage ich mal. Also diese ja. Lastcontainer, ne? Also und da kann man dann auch reingehen und... Ja, ganz genau. Und dann gibt es da einen richtigen großen Riegel, den man da vorschiebt. Ah, und, ja. Und dann hat man mich da also, bin ich dann rein und hab das hin und dann haben die mich da also eingesperrt. Mhm. Und haben mich dann da zwei Stunden lang drin gelassen und haben dann auch noch frecherweise Kippen oben durch die kleine Schlitze gewesen. Oh. Da haben sie Kippen noch reingeworfen. Das heißt, also, wenn da wirklich Feuer gefangen hätte, wäre ich da elendig verbrannt. Und das hat die Folge, dass ich nun Angst vorm Feuer unbedingt hatte. Also auf jeden Fall panische Angst vorm Feuer. Ja. Und zumindest in geschlossenen Räumen und ja auch Platzangst, ne? Also Phobie richtig, ne? Zwei Stunden lang. Ohne dann, bis dann Arne noch nachkam von den anderen. Wir waren da über 20 Auszubildende damals. Ja. Das war eine ziemlich große Firma gewesen. Und bis dann irgendjemand dann einmal aufgemacht hat. Ne? Und währenddessen die Angst, da fallen jetzt von oben die Kippen runter und es könnte sich alles entzünden. Ja, ist richtig. Und ich könnte jetzt hier unter Umständen bei lebendigem Leibe verbrennen. Ja. Oder ersticken oder mir eine Vergiftung zuziehen oder was auch immer. Ja, die Angst vor dem lebendigen Verbrennen vor allen Dingen. Ja, ja. Das war ein übler Scherz, den man damit dir geschrieben hat. Ja, naja, das hatte ich ja dann auch gemeldet und das war noch in der Probezeit damals und dann haben sie die Leute auch dann auch gleich rausgeschmissen. Wer hat dich denn dann da rausgelassen? Ja, das waren dann zwei, also noch mit zwei andere Auszubildende, die dann auch wieder wegbringen mussten, also das Abklebepapier und dann haben sie mich dann da befreit. Ne? Also ich war natürlich panisch. Seitdem Angst vor Feuer, seitdem Angst vor, ich habe jetzt Phobie Beispiel, eingesperrt zu sein in engen Räumen und so weiter. Mhm. Und es steht mir jetzt auch noch, das muss ich jetzt noch eingestehen, steht mir wahrscheinlich noch eine Gerichtsverhandlung vor. Warum? Ich ein bisschen war ein Wochenende mal in der Stadt gewesen und dann gab es da ein bisschen Stress, da hat mich jemand, wurde viel getrunken und dann haben sie mich da angemault und dann habe ich mich wohl irgendwie zur Wehr gesetzt, ich weiß es selber nicht, dann haben sie mich in Gewahrsam genommen. Das ist aber ein ganz anderes Thema jetzt, ne? Ja, ist richtig, ja genau. Das müssen wir da nicht vertiefen. Nein, ist okay. Jetzt wissen wir, warum du Platzangst hast. Ja. Deswegen habe ich auch Angst vor dem Knast oder sowas, weißt du, wo die Knast Ja, klar. Na gut, soweit soll es wird's und soll es nicht kommen, dass du in den Knast musst. Nee, um Gottes Willen. Alles Gute, Dirk. Ne? Tschüss. Alles klar, bedanke mich, Domian. Schönen Tag noch, ne? Tschüss. Morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt das Thema, ich werde gehasst. Wer von euch empfindet das so oder weiß das sogar, dass er gehasst wird? Und wer mag mir darüber erzählen und vor allen Dingen auch über die Gründe? Das ist unser Thema morgen. Heute könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema. 0800 5678 111. Susanne, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Susanne. Jetzt komme ich schon ins Stottern. Ach, das musst du aber nicht. Hallo Susanne, nochmal. So stimmt's dann. Ja, so ist richtig. Um was geht's, Susanne?
Ja, ich hatte mich damit zu dem Thema Schönheitsoperation gemeldet. Mhm. Da bin ich leider nicht mehr dran gekommen. Mhm. Jetzt wurde ich heute zurückgerufen. Mhm. Es ist Folgendes. Ich habe letztes Jahr im September eine Brustverkleinerung machen lassen. Ja. Von Körbchengröße Doppel D, teilweise E. Mhm. Und passe jetzt nicht in Körbchengröße B mehr. Mhm. Also, wie gesagt, ziemlich viel weggenommen. Also drastisch. Wie viel Pfund, kann man sagen? Knapp 2800 Gramm. 2800 Gramm? Ja. Das ist eine Menge Stoff. Ja, und zwar war das so, dass ich angezeichnet wurde für diese Operation. Da wurde mir gesagt, rechte Brust 900 Gramm, mhm, und linke Brust 600 Gramm. Mhm. Und ist, wie gesagt, fast bei jeder Brust das Doppelte weggekommen. Und ich habe da echt arge Probleme, jetzt mit zurechtzukommen. Aha, ich verstehe. Das wolltest du gar nicht so sehr verkleinert haben. Nein, auf gar keinen Fall. Deshalb, ja, warum haben die das denn während der Operation anders gemacht, als es vorher verabredet war? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt also, wie gesagt, auch die Schlichtungsstelle für solche, in Anführungsstriche, Kunstfehler, sag ich mal, eingeschaltet. Mhm. Mhm. Aber wie hat der Arzt sich denn, der Chirurg hinterher dazu geäußert, als du gesehen hast, mein Gott, es ist ja fast nichts mehr da? Oder auf jeden Fall nicht so, wie ich es wollte. Ja, erstmal war ich sehr erschrocken, als am nächsten Tag dieser Brustbücke abgemacht wurde. Da habe ich gedacht, oh Gott, du hast ja jetzt gar nichts mehr. Wie geht das denn überhaupt? Man hat so eine Brustverkleinerung an sich durchführen lassen. Ist eine heftige Operation. Ja. Ich stelle mir vor, dass das alles verbunden ist obenrum. Ja. Ja. Und am nächsten Tag wird das schon abgenommen zum ersten Mal? Ja, da man ist richtig stark gewickelt. Dieser Wickel wird abgemacht. Ja. Und dann wird auch schon mal unter den Verband geguckt. Schon nach dem ersten Tag? Ja. So, dass die Patientin dann auch ein bisschen runtergucken kann? Ja, ich konnte ein bisschen runtergucken, mhm, und da war schon mal so das erste Mal, dass ich gedacht habe, oh, jetzt hast du ja gar nichts mehr. Aber das ist ja auch von der Operation noch alles stark geschwollen. Man genau kann sich ja auch nicht gut bewegen. Genau. Man hat ja auch diese Wundwasserflaschen drin. Ja, ja. Das ja ist ja dann immer so eine Sache. Ja, und wie gesagt, dann war das so ein bisschen abgeschwollen und dann habe ich mich immer schon gewundert. Ich sollte mir BHs Körbchengröße C besorgen. Mhm. Die waren also riesengroß, da war noch Menge Luft und mhm, heutzutage passe ich noch nicht mal in Körbchengröße B. Aber als du das dann, als es dann abgeschwollen war und du mhm, das wirklich dann zum ersten Mal richtig kapiert hast, Mensch, ja, das ist viel zu klein. Ich hatte so einen ja großen Busen vor, jetzt habe ich ihn so klein. Und du ja dem Arzt das gesagt hast oder der Arzt sich das vielleicht auch angeschaut hat, wie hat er das denn dann begründet, warum es so wenig, warum er so viele weggenommen hat? Ja, das ist Folgendes. Ich wohne also ziemlich weit in Norddeutschland, ja, und habe diese Operation in Süddeutschland machen lassen, kurz vor der Schweizer Grenze. Ja. Weil ich habe mir eine Patientin angeguckt, die dort operiert wurde, mhm, und die, bei der sah das wunderbar aus. Ja. Die hat auch noch eine richtig tolle Brust hinterher gehabt. Ja. Und aus dem Grund bin ich dort runter in diese Klinik gegangen. Das mhm ist von mir zu Hause 750 Kilometer entfernt. Mhm. Ich verstehe, da kann man nicht großartig mit dem Arzt hinterher mehr reden. Genau. Aber du hättest ja mit ihm reden können, noch während du im Krankenhaus warst. Oder war das da alles immer noch geschwollen? Und das war noch alles geschwollen und es war ja auch alles verpackt. Und mhm, das Einzige, was war, der Arzt, mit dem ich das Operationsvorgespräch hatte, mhm, der mich eigentlich operieren sollte, mhm, der war an dem Tag erkrankt. Ach so. Und somit hat mich eine ganz andere Ärztin operiert. Wobei das eigentlich ja aufgeschrieben sein müsste, ne? Er muss das ja notiert haben. Ja. Aber offensichtlich hat er es nicht richtig notiert. Nee, also mhm, ich habe mit dieser Klinik also jetzt auch weiter keinen Kontakt mehr aufgenommen. Mhm. Ich habe viele, viele Tränen darüber vergossen mittlerweile. Mhm. Lass mich trotzdem doch nochmal fragen, Susanne. Ja. Gab es also gar kein Gespräch zwischen dir und dieser Chirurgin, die es dann gemacht hat? Nein. Warum nicht? Gut, du wohnst weit weg, aber dennoch kann man ja, man könnte ja telefonieren. Oder man könnte sagen, das hat mich jetzt so geärgert, da fahre ich jetzt nochmal hin. Egal, was es jetzt auch, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt mache ich das auch noch. Ja gut, ich brauchte diese Operation nicht bezahlen. Okay, egal. Das hat die Krankenkasse alles bewilligt. Mhm. Warum hast du nicht mit der Ärztin nochmal geredet? Ja gut, weiß ich nicht. Da kann ich dir wirklich jetzt gar mhm keine Antwort drauf geben, weil vielleicht auch erst, sage ich mal, die Operation war letztes Jahr im September und dieses Jahr ist das alles erst hochgekommen. Bei dir so, dass du das ja so realisiert ja hast auch was? Genau, ungefähr ah, ja Mitte des Jahres und dann, das wurde ganz schlimm. Also ich konnte teilweise mhm nächtelang nicht schlafen, mhm, weil mich das so sehr beschäftigt hat. Könnte mir auch vorstellen, dass so die Reaktion der Umwelt drastisch war, wenn man vorher so einen Riesenbusen hatte ja und plötzlich dann nur noch kleine Tennisbälle hat. Ja, aber wenn ich die hätte, wäre ich froh. Ja, ja. Wie haben die Leute auf dich reagiert? Meine Arbeitskollegen haben gar nichts gesagt.
nur eine junges Mädchen, die hat gesagt, Mensch, jetzt hast du ja sogar weniger als ich. Und ich habe eine gute Bekannte, sage ich mal, die dann immer so nett ist und mir die BHs mittlerweile dann abnäht, wenn sie zu groß sind. Mhm. Ja, so soll es ja nur auch nicht sein, ne? Ja. Genau, jetzt bist du vom Regen in die Traufe gekommen, kann man genau, so sagen. Genau, so sieht's ne? aus. Du hast gerade gesagt, du hast jetzt die Schiedsstelle für, wenn irgendwas... Arzthaftpflichtfragen oder so, das habe ich jetzt in Gang gebracht. Ich hatte mich also mit der Krankenkasse in Verbindung gesetzt, was kann ich machen? So und so sieht der Fall aus. Wahrscheinlich alles kompliziert und du hoffst, dass du Schmerzensgeld bekommst, oder... Ja, oder eventuell sage ich mal, dass das nochmal operiert werden ja, kann. Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus. Würdest du die Schmerzen, die ganzen Umstände in Kauf nehmen, sie quasi jetzt künstlich aufpolstern zu lassen, nochmal die Brüste? Ich bin stark am Überlegen, ob ja oder nein, aber ich glaube, um mich wieder als Frau fühlen zu können, glaube ich, würde ich den Schritt tatsächlich wagen. So, und diesen Schritt müsstest du natürlich dann selbst bezahlen. Ja. Und deine Hoffnung ist, dass man das irgendwie so regelt, dass die das vielleicht bezahlen. Genau so sieht's aus. Das wäre natürlich dir zu wünschen. Aber was für ein absurder Fall, ne? Ja. Da hat jemand erst zu große Busen und jetzt muss er Silikonpölsterchen reinkriegen. Ja. Ne? Das ist wirklich absurd. Aber es ist wirklich die Wahrheit, ne? Ja, es gibt ja tausende von diesen Geschichten, wo irgendwas schief läuft. Ja. Gerade im Bereich Brustoperationen, wo ich manchmal denke, oh Gott, wie viel gute Operationen gibt es denn eigentlich überhaupt, ne? Ja, gibt und vor allem, ich habe mir den Schritt sehr schwer getan. Also ich habe wirklich 2 Jahre gebraucht, um dass ich sage, okay, ich lasse das jetzt machen. So, und dahinter lag sicher eine ganz lange Leidenszeit, denn ich könnte mir vorstellen, dass du von deiner Pubertät an diese riesen Busen dann bekommen hast, ne? Genau so sieht's aus. Was war das für dich das Schlimmste in dieser Zeit mit den viel zu großen Busen? Ich bin mal durch die Stadt gegangen und habe gesehen, so von der Seite, dass ein Mann auf mich zukommt. Und der ging dann auch an mir vorbei und sagte zu mir, geile Titten. Und da war ich so perplex und ich war auch schockiert. Und das ist echt das Extremste gewesen, was mir passiert ist. Ja, und hinzu kommen natürlich die ganzen gesundheitlichen Aspekte, ne? Ja. Deshalb hat die Kasse das wahrscheinlich auch bezahlt bei dir. Ja. Weil das so dramatisch war und so gravierend. Ja, erstmal das, weil die Brustwirbelsäule geschädigt war. Oder mehr gesagt, die ist geschädigt. Und weil ich im Vorfeld halt 50 Pfund abgenommen hatte. Oh, da hast du ja eine ganz große Persönlichkeitsumwandlung durchlebt, ne? Ja, mittlerweile habe ich 70 Pfund abgenommen. Wow. Wie viel wiegst du jetzt im Moment? Jetzt wiege ich 82 Kilo. 82 Kilo, bei einer Größe von? 1,68. 1,68. Ja. Und wenn man sich das dann vorher vorstellt, ist das natürlich ein Riesenunterschied, ne? Ja, auf jeden Fall. Mensch, Susanne, ich wünsche es dir wirklich, dass du da Glück hast. Ich höre allerdings immer, dass es sehr schwierig ist, denen was nachzuweisen und da irgendwie was rauszuholen. Dennoch bin ich immer dafür, dass man das tun soll, um die was verfuscht haben, denen auch wirklich die Hölle ein bisschen heiß zu machen, damit die sich zumindest beim nächsten Mal mehr vorsehen und dass da mehr Sorgfalt angebracht wird. Ne? Auf jeden Fall, weil irgendwo ist war ja nicht abgesprochen, dass so viel weggenommen wird. Nein, und ich kann gut verstehen, wenn du sagst, ich meine, ein ganz wichtiger Satz ist, den du gerade gesagt hast, ich fühle mich so gar nicht mehr als Frau. Nein, fühle ich mich auch. Und dann muss auch wirklich was passieren. Ne? Ja. Toi, toi, toi. Dankeschön. Hoffentlich klappt's. Tschüss, alles Susanne. Alles Gute für deine Sendung weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sabine, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Domian. Hallo Sabine, dein Thema. Zunächst einmal vollen Erfolg, Congratulations zu deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, also ich rufe an, weil ich habe ein kleines Problem und zwar bin ich seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Dazu muss ich sagen, wir hatten ungefähr ein halbes Jahr vorher einfach nur eine sexuelle Beziehung miteinander. Und er ist auch beziehungs- und sexuell unerfahren und ich bin halt eine Frau, die ein bisschen mehr Erfahrung schon gemacht hat. Wie alt ist er? Er ist jetzt mittlerweile 21. 21. Und hatte vorher noch keine Mädels, gar nichts? Er hat schon mit Frauen geschlafen, aber eigentlich eher so aus, Spieltrieb, keine Ahnung. Ja, also du bist die Erfahrenere gewesen, als es in eure Beziehung ging. Ja, auf jeden Fall, in jederlei Hinsicht. Mhm. Und ich habe halt leider das Problem mit ihm am Anfang, als wir diese sexuelle Beziehung miteinander hatten. Da war er, was den Sex betraf, sehr experimentell halt auch eingestellt zu jeder Richtung. Wobei ich halt auch sagen muss, dass er... Obwohl er so unerfahren war. Ja, aber er war schon relativ forsch. Ja. Und ich bin halt so ein Typ, ich bin halt so ein bisschen eher masochistische Ader. Und
ja, ich mag halt gerne feste Spätchen und Sonstiges. Und ja, er hat dann damals auch schon mal eine Zigarettenspitze in 2 Zentimeter Abstand von meinem Körper hinweggleiten lassen und solche Sachen, dass ich halt nur die Hitze gespürt habe. Ja, und das hat er halt damals alles gemacht. Aber jetzt, seitdem wir halt eben zusammen sind, ist er halt, was solche Themen betrifft, so ziemlich so, ja, er wird rot, er fängt an zu grinsen. Wenn ich zu ihm sage, hallo Schatz, wie wär's denn mal, möchtest du mich nicht mal ein bisschen fesseln? Oder auch wenn ich versuche, das irgendwie an ihn heranzutragen, ganz vorsichtig. Also im Klartext, seitdem ihr ein Paar seid, ist es sexuell langweilig. Vorher war es aufregend und er konnte es auch, es funktionierte mit ihm. Ich sag nicht, dass es langweilig ist. Ja, aber eher so 0 aus 15. Ja, eben. Du hättest ein bisschen mehr Pfeffer in der Suppe. Ja, eben. War das denn von Anfang an, also nachdem ihr ein Paar wart, oder hat sich das so in den letzten Monaten erst so? Nein, eigentlich irgendwie Anfang an, von dem an, wir ein Paar waren, auf jeden Fall. Ist ja sonderbar. Ja, heißt das denn, dass ihr eigentlich nur so, ja, ich sag jetzt mal so den traditionellen Sex, den Blümchensex habt? Oder kommt es doch auch schon mal ein bisschen vor, dass es eine kleine Nummer härter wird? Ja, klein ist dafür gar kein Ausdruck. Also wenn dann minimal, aber nur ganz, 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 ganz bisschen. Also Blümchensex. Ja, und ich meine, ich sag mal so, das Problem ist einfach bei der ganzen Geschichte, ich habe genug Freunde und so weiter und so fort, die mir halt eben das bieten könnten und wollten. Und du bist ja bisher noch treu. Ja, natürlich. Und die Verlockung ist da, dass du vielleicht irgendwie ausscherst. Ja, weil die versprechen mir das alles und ich weiß ganz genau, die bringen das auch. Ihr redet so offen miteinander, dass die dir das versprechen? Die sagen, hey Sabine, wenn du dich auf mich einlässt, dann fliegen die Fetzen. Ja, genau so. Und du kriegst die schönste Fessel, die du je hattest. So in der, genau so. Das heißt, du redest dann aber auch sehr offen bei deinen Freunden, dass du unzufrieden bist. Nein, das ist es gar nicht mal, aber die kriegen das irgendwie mit. Wie kriegt man das denn irgendwie mit, wenn man das nicht erzählt? Ja, ich meine, ich sag mal so, also ich bin halt ein Gossip, um es mal so auszudrücken, und ich trage halt Nietenhalsbänder und ich denke, das tue ich nicht einfach nur aus stylischen Gründen, sondern einfach, weil ich denke, da steckt auch noch was hinter. Gossip sind die Menschen, die so schwarz angezogen sind, ne? Ja, genau so. Ne? Gerne auch weiß geschminkt sind und immer sehr bizarr aussehen, wenn man sie in der Stadt sieht. Ich gucke mir die immer gerne an. Ja, gerne. Stimmt. Ja, und das bin ich halt seit Hey, Sabine. Ja, ich verstehe es nicht. Was steckt denn dahinter? Hast du denn deinen Freund, hast du ihn gefragt, warum das so ist? Warum schlagartig in dem Moment, wo ihr sagt, wir sind ein Paar, eher langweilig wird? Ich sage jetzt mal langweilig, wenn es auch nicht so richtig ist, aber irgendwie in die Richtung geht's ja. Ja, ich habe ihn darauf angesprochen und ich habe auch wirklich, wie gesagt, versucht, ihn da irgendwie so ranzuführen, nicht irgendwelche Gegensätze von irgendwelchen Ex-Freunden da entgegenzusetzen, um ihn unter Druck zu setzen, sondern einfach nur, um ihn da ranzuführen. Aber da kommt halt immer so ein Rotwerden und ein breites Grinsen und das war dann eigentlich auch so ziemlich. Aber wie ist das erklärbar, wenn ihr vorher solche Schweinereien gemacht habt und ihr frei wart und euch frei experimentell bewegt habt in diesem Bereich der Sexualität? Warum ist das so? Ich weiß nicht, ich habe manches Mal so ein bisschen das Gefühl, dass er damals halt gedacht hat, so, ja, es ist halt nur eine Fickbeziehung, ich habe halt nichts Verpflichtendes der Frau gegenüber einzugehen und dementsprechend brauche ich auch nichts zu bringen und dementsprechend kann ich das so machen, wie ich das will. Aha. Dass er sich da vielleicht einfach freier gefühlt hat. Ja, aber das bedeutet doch auch, dass es ihm damals Spaß gemacht hat. Ja, das denke ich halt auch. Und deshalb oder könnte es auch sein, dass es ihm keinen Spaß gemacht hat, dass er es gemacht hat für dich? Und nachdem die Sache klar war, dass ihr zusammen seid, dass er sich dann nicht mehr angestrengt hat. Könnte das auch sein? Nee, den Eindruck habe ich halt eben nicht, weil er das in dieser Hinsicht vorher nicht so wusste. Mhm. Weil, wie gesagt, wir hatten halt nur eine Fickbeziehung und dementsprechend habe ich ihm das auch nicht unbedingt mitgeteilt. So, also er hat das also von jetzt muss, gemacht. Ja, jetzt muss ja was passieren. Das kann ja nicht mehr, das geht ja mit dem Teufel zu. Vorher hat es funktioniert, beiden hat es Spaß gemacht, jetzt seid ihr ein Paar. Und hätte auch die Möglichkeit weiterhin dazu, das zu machen, und er macht es nicht. Ich würde den jungen Mann weiter löchern, bis der mir sagt, was los ist. Der muss es wissen. Irgendwas steckt da ja hinter. Er kann es nicht. Er wird immer rot dabei und fängt an zu lächeln. Aber er wurde auch vorher nicht rot. Ja, verstehe ich halt nicht. Sogar als er es gemacht hat, wurde er nicht rot. Jetzt wird er schon rot, wenn er... Das ist der Grund, warum ich anrufe, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich machen soll. Was machen wir jetzt mit ihm? Du hast Angst, dass die Beziehung kaputt geht, deshalb? Bis zum gewissen Punkt schon, weil ich sag mal so, mit dem... Die Verlockung ist groß, ne? ...Angebot an anderen Männern. Ja, genau.
Ja, tut mir leid, aber ich fange schon manches Mal drüber an nachzudenken, auch wenn ich mir denke, ich liebe ihn und ich will ihm nicht fremdgehen, aber es ist schon, na, dass ich abends manches Mal da sitze und denke und so. Man, er würde ja und du liebst ihn. Ich liebe ihn auch. Sehr. Sehr. Und du hast den Eindruck, eigentlich liebt er dich auch sehr. Nicht eigentlich, sondern er liebt dich auch sehr. Ja, er liebt mich. So, das Problem muss lösbar sein. Ich glaube auch, dass das lösbar ist. Ich empfehle dringend, dass ihr für eins, zwei Mal zu einer Beratungsstelle geht. Vielleicht. Ja, bin ich ganz sicher. Und zu welcher, ich weiß nicht, in dem Fall, wo man da am klügsten hingeht, das soll dir meine Psychologin gleich sagen. Und wenn er auch willens ist, eure Beziehung zu halten, dann geht der mit dir auch dahin, da hat man ja nichts zu verlieren. Ja, aber er erkennt das Problem doch nicht. Gut, aber da sitzt ein Fachmensch, eine Fachfrau, ein Fachmann und der wird euch dabei helfen, das irgendwie rauszufusseln. Das muss man investieren, um die Beziehung zu retten, damit ihr dann auch wieder euren schönen Fesselsex haben könnt. Ja, vor allem, es ist echt übel, weil ich habe ein Pärchen, was ansteht. Ich habe einen guten Freund, der ansteht und ich mir alles bis zum... Also überall... ich bin halt auch bisexuell orientiert. Ja. Überall hängen die Speckwürfel dir vor der Nase und du kannst nicht zufassen. Also, es muss was passieren. Du legst auf, meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und die wird dir eine entsprechende Beratungsstelle, wo ihr beide möglichst schnell hingeht, nennen, okay? Ich glaube nicht, dass er das macht. Berede ihn einfach. Sag, dass du sonst fremd gehst. Sag, dass du ausscherst. Du brauchst es einfach. Oh Gott, ich glaube, dann verliere ich ihn. Nein, Quatsch. Du verlierst ihn viel eher, wenn man dieses Problem einfach ignoriert und du wirklich dann in anderen Seen fischst. Und das wird ihm nicht gefallen. Das würde ich nicht tun, aber ich würde ihn wahrscheinlich schon verlieren. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, alles okay, Sabine. Mach's gut. Tschüss. Schönen Nacht noch. Dankeschön. 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema, ich werde gehasst. Ich möchte morgen nur mit Leuten reden, die das Gefühl haben, gehasst zu werden. Oder die von sich aus sagen, ja, es ist sogar begründet, dass der mich hasst, dass die mich hasst oder dass die mich hassen. Ich werde gehasst, das ist unser Thema morgen. Jetzt habe ich Uwe hier. Und er ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Uwe. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Tja, mir geht's um Folgendes. Ich bin seit circa 5 Jahren mit einer, ich sag mal, jüngeren Dame zusammen. Wie alt? Sie ist 30. Naja, geht ja noch. Ja, der Unterschied ist nicht so groß. Nö. Das Problem ist, ich habe sie, wenn ich ganz ehrlich bin, im Rotlichtmilieu kennengelernt. Habe dann ganz, ganz dringend versucht, sie da rauszuholen. Das ist mir auch gelungen. Ich habe ihr auch einen Job besorgt. Sie hatte keinen Job vorher. Das heißt, sie hat dort als Hure gearbeitet? Ja. Ja. Und ich habe ihr dann einen Job besorgt. Sie hat dann ein Vierteljahr diesen Job gemacht. Und dann war damit wieder Schluss. Und das Hauptproblem bei ihr ist, wir haben uns jetzt schon mindestens 10, 12, 13 Mal getrennt und immer wieder zusammen. Und das Einzige, was funktioniert hat, 1000-prozentig, das war das Bett. Aber das dazwischen hat halt nicht funktioniert und sie geht immer wieder zurück anschaffend und mittlerweile ist sie sogar im Internet. Dort kann man sie buchen. 260 Euro für 3 Stunden. Dann werden dort Gruppensexpartys veranstaltet. Dann werden dort Filmchen gedreht, die kann man sich im Internet abrufen und so weiter. Und ich habe ihr klipp und klar gesagt, ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Du sagst, du hast ihr am Anfang einen Job besorgt. Und das hat aber nicht lange gedauert, dann ist sie wieder zurückgeflutscht in das alte Milieu. Ihr seid 5 Jahre zusammen. Ja. Das heißt, de facto, sag mal so grob, ist sie 4 Jahre auch wieder im Geschäft, oder wie? Mit mehr oder weniger größeren Pausen zwischendurch, aber... Lebt ihr zusammen in einer Wohnung? Wir haben 2 Jahre zusammengelebt und das war zum Schluss die Hölle. Warum war es die Hölle? Wegen dieser Geschichte? Zum einen wegen dieser Geschichte und zum anderen, sie hat noch Alkoholprobleme. Sie hatte früher massive Alkoholprobleme. Ich habe sie einmal wiederbelebt. Dann war der Notarzt da. Das nächste Problem, was sie hat, ist, dass sie dieses Zeug raucht, Dope, Gras und diese Joints, diese Tüten. Weißt du? Ja. Und ich versuche einfach nur, diese 3 Dinge irgendwo aus ihr rauszukriegen. Und mir wird ständig vorgeworfen, du willst mich komplett umkrempeln und du hältst dich für den Größten und das ist mein Leben. Sie hat nur Umgang mit solchen Leuten und... Achso, Uwe, sag gleich mal was zwischendurch. Deine Ziele sind ehrenwert. Ich finde es auch gut, was du eigentlich möchtest.
Aber wenn dir jemand so sagt, etwas entgegnet, hier, du willst mich ja nur umkrempeln. Ja, aber würden, ich will dich doch nicht umkrempeln. Nein, lass mich mal sagen, da würden bei mir alle Warnsirenen anspringen. Weil das heißt, diese Frau, wie auch immer der Fall im Einzelnen aussehen mag, fühlt sich offensichtlich von dir völlig überfahren und überrollt. Ja, wie kann man sich überfahren fühlen, wenn man aus jemandem rausbekommen will, dass er nicht mehr die Joints raucht, nicht mehr säuft und nicht mehr anschaffen kann? Uwe, weil sie das selbst für sich und in sich entscheiden muss. Und das kannst du nicht für sie entscheiden, wenn du auch noch so recht hast. Aber das muss sie selbst entscheiden. Sie muss auch das Gefühl haben, das ist gut, diese Entscheidung, und ich gehe freiwillig da raus. Ich mache es nicht nur für Uwe, weil Uwe das gut findet. Ist mir völlig klar, dass das dann in einer ständigen Verspannung bei euch endet und Aggressionen entstehen, sowohl bei ihr zu dir und umgekehrt genauso. Ja gut, aber die Hauptbegründung für sie ist, sie hat zwei Hunde in der Bude rumturnen und die kann sie nicht alleine lassen, sie kann keinen Job annehmen und sie ist mit den Schulden wieder hinten gegen und diese ganze Leier. Mhm. Aber es ist eine erwachsene Frau von 30 Jahren. Sollte man eigentlich meinen. So, und wenn du dich 5 Jahre mit ihr beschäftigt hast und in 5 Jahren ist das nicht gelungen, dann heißt das, dass diese Frau das nicht will oder dass sie es wirklich nicht kann oder es wirklich auch nicht für dich und für euch machen will. Dann darf sie mir aber auch keine SMS schreiben und mir nicht himmelhochjauchzend erklären, unter Tränen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und ich will mit dir eine Beziehung und was auch immer. Ja, aber das ist die Ambivalenz wahrscheinlich der ganzen Angelegenheit. Wie begründet sie das bei dir, dass sie wieder in ihren Job als Hure zurückgegangen ist? Sie hat momentan Schulden ohne Ende, weil sie sich, ich sag's mal ganz salopp, nicht an Spielregeln hält. Sie geht mit dem Hund ohne Maulkorb spazieren, wird von Grün-Weiß NRW erwischt. Mhm. Dann kriegt sie erstmal ein kleines Bußgeld. Mhm. Ein paar Wochen später wird sie wieder erwischt, kriegt ein dickeres Bußgeld, weil sie Wiederholungstäterin ist. Mhm. Und wenn sie Grün-Weiß NRW sieht, dann kommt ganz einfach nur die scheiß Bullen, die können mich am... Gut, ja, deshalb kriegt man ja auch keine riesen Schuldenberge. Da lebt sie auch in Saus und Braus und kauft sich teure Sachen, die sie eigentlich... Nein, das macht sie ganz einfach nicht. Nur sie zahlt dann keine Miete und kann keinen Strom bezahlen und dann kommen Vollstreckung und ach, was nicht noch alles. Und du hast auch immer wieder geholfen ein bisschen und hast das geleitet und versucht zu regulieren. Richtig. Weißt du, vielleicht muss die junge Frau einfach mal so richtig, aber wirklich so richtig auf die Schnauze fallen. Dass da nicht der Uwe im Hintergrund ist, der dann irgendwie dann doch wieder anfängt. Ja gut, momentan kann ich selbst finanziell nicht, ich kann dir nicht helfen, ich habe das Ganze gemacht. Ja. Und was liebst du an ihr? Ja, ich frage so, was liebst du an ihr? Also ich bin ihr am ersten Tag begegnet und es hat einen Donner und einen Schlag getan im Kopf und ich wusste, das ist sie. Mhm, gut, das war der erste Tag, nur sind 5 Jahre vergangen. Liebst du sie heute immer noch? Ja. Nach all dem, was passiert ist, nach all den Enttäuschungen? Ja. Oder begehrst du sie nur? Nein. Das hat mit Begehren allein nichts zu tun, weil das wäre nämlich nur diese Ebene Sex und Bett. Mhm. Welche Eigenschaft schätzt du besonders an ihr? Das kann man sagen, wenn man jemanden liebt. Die Art, wie sie sich bewegt, wie sie gibt, wie sie redet und wie sie lacht und alles Mögliche, das ist irgendwas aussehen. Ja, das ist ja was Körperliches eher. Ich meinte Eigenschaft im Sinne von Charaktereigenschaft. Sie ist unheimlich tierlieb, sie ist also mitfühlend, sie ist zärtlich, sie ist, ja gut, verständnisvoll will ich nicht sagen, weil wenn sie Verständnis dafür hätte, würde sie das nicht machen. Mhm. Was ich nicht an ihr mag, ist, dass sie lügt ohne Ende. Mhm. Sie erzählt mir, ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel, erzählt mir 3 Wochen lang am Telefon, ich war beruflich im Außendienst, erzählt mir 3 Wochen lang, ich habe einen Job in der Kneipe, ich habe einen Schlüssel, ich muss morgens um 10 da aufschließen, muss für die Türken Kaffee kochen, um 1 werde ich abgelöst und bla bla bla. Mhm. Ich bin irgendwann, weil es mir suspekt vorkam, bin ich in die Kneipe gefahren und der Wirt hat mir ein Ding erzählt, der sagt, die wird hier nie arbeiten, die hat hier nie gearbeitet. Mhm. Das ist 3 Wochen lang erstunken und erlogen. Mhm. So, das ist ja auch ein schwerwiegender Vorwurf. So, dann habe ich sie drauf angesprochen und dann wurde der Spieß umgedreht, da war ich der Blöde, weil ich hergegangen bin und habe angeblich hinter ihr hergeschnüffelt. Sie hat mich nur belogen, weil sie rausfinden wollte, ob ich hinter ihr herschnüffel. Das also, war dann die Begründung. Die Vehemenz, wie du das jetzt alles so erzählst, so redet man nicht über jemanden, den man liebt. Du bist ja wütend auch auf die. Ich habe momentan eine Stinkwut auf die. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. Aber das hat nichts mit dem Gefühl, Liebe zu tun. Mhm. Das ist ganz einfach,
weil es vor ein paar Tagen oder, wieder mal geschleppert oder ist sie hat. Ganz, oder ist sie ganz einfach wirklich eine süße kleine Frau, eine süße Puppe, ein süßes Mädel, auf die du wirklich höllisch abfährst und nicht mehr? Nein, das ist es mit Sicherheit nicht. So, dennoch glaube ich, Uwe, dass du, ich weiß natürlich jetzt die Einzelheiten nicht, so schnell können wir ja hier nicht alles hinlegen innerhalb von ein paar Minuten. Ich habe dennoch den Eindruck, dass du den großen Papa, den großen Macker, das spielst und dieses Mädchen sich völlig überfahren fühlt von dir. Und du kannst sie nicht zu ihrem Glück zwingen. Ich sage dieses Mädchen, es ist eine erwachsene Frau von 30 Jahren. Eben. Du kannst sie nicht zu ihrem Glück zwingen. Will ich ja auch gar nicht. Sie kommt ja immer wieder zu mir. Na gut, aber du hast ja klare Forderungen. Du willst, dass sie das macht, du willst, dass sie das macht und du willst das. Ich will, dass sie aufhört, Drogen zu nehmen. So meine ich das, ja. Ja gut, aber wenn sie es nicht tut, sie ist eine erwachsene Frau. Und sie tut es nicht. Sie ist eine erwachsene Frau. Und sie weiß, wie wichtig das für dich ist. Verständlicherweise. Dann müsste sie auch Frau genug sein, Manns genug sein, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt für diese Beziehung. Und das ist vielleicht sogar meine Lebenschance, mit dem Uwe zusammen in ein anderes Leben zu kommen. Aber sie tut's nicht. Ja, aber genau das erzählt sie mir ständig. Das möchte sie. Ja, aber hör mal, wenn du 5 Jahre daran arbeitest, dann kannst du es eigentlich vergessen. Weißt du, wie sich das Ganze anhört? Für mich hört sich das so an, dass das immer dasselbe Ritual ist, was ihr miteinander habt. Du sagst, ihr habt euch 100 Mal getrennt und es hat wieder angefangen. Du versuchst, du redest, sie belügt dich ein bisschen, sie geht wieder in ihren alten Job zurück und so weiter. Es wiederholt sich alles. Sie belügt mich nicht nur ein bisschen, sie hat mich massiv belogen. Oder so. Ich glaube, das Ganze lässt sich nur aufbrechen, indem du einen guten oder großen Schritt weggehst von dieser Frau. Ich sehe da überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Lass sie in Ruhe, geh weg. Vielleicht kapiert sie es, was sie für eine Chance vertut. Vielleicht ist es ja auch angenehm, weil du zu großen Druck auf sie ausübst. Ich weiß es nicht. Ja, genau das ist jetzt der Punkt, den ich eigentlich nicht will, zu sagen, vielleicht kapiert sie es, was sie für eine große Chance. Dann dem Augenblick mache ich mich ja größer, als ich wirklich bin. Ja gut, dann ich denke... Ich lege weder Wert auf Luxus noch sonst irgendwas. Ich möchte ein ganz normales, harmonisches Leben. Ja, das kannst du wünschen. Nach 5 Jahren, ich betone das nochmal, du hast 5 Jahre geackert. Wenn es nach 5 Jahren nicht funktioniert hat, läuft was falsch? Machst du irgendwas falsch? Oder ist es nicht stimmig zwischen euch beiden? Oder sie will es auch nicht? Geh auf Distanz zu dieser Frau, Uwe. Das ist die Lösung. Es gibt sonst keine kluge Lösung. Ich bin fest davon überzeugt. Geh einfach. Ohne jeglichen Kontakt nochmal. Ohne jeglichen Kontakt erstmal, ja. Ja gut, dann weiß ich, was kommt. Sie wird wieder auf mich zukommen irgendwann. Ja, dann musst du Nein sagen lernen. Ich würde gerne, es ist ein interessanter Fall, ich würde gerne auch noch die Einschätzung von meiner Psychologin hören, mit der du jetzt noch kurz redest, okay? Ja, ist okay. Dann hast du noch 2 Meinungen, meine Meinung habe ich dir klar gesagt. Ja. Alles Gute. Du mir nicht, danke dir. Wiederhören. Tschüss. Jessica, 19 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hi, Domian. Hi, Jessica. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mann, irgendwo. Ja, okay. Also mein Thema ist, ich wurde mit 4 Jahren vergewaltigt von meinen 2 Onkels. Und das lief so vonstatten. Meine Eltern haben sich getrennt und ich bin Wochenende oder in den Ferien zu meinem Vater gekommen, der wiederum bei seinen Eltern gewohnt hat. Und das waren meine Großeltern. Und er hatte noch mehrere Geschwister, darunter meine 2 Onkels. Die waren damals zwischen 15 und 17 Jahre alt. Die Brüder von deinem Papa. Genau. Und und ich habe bei meinem Vater im Zimmer geschlafen meistens und mein Vater war Alkoholiker, also war auch teilweise nie ansprechbar, also wenn es auf abends zuging. Ja. Und meine Onkels haben mich dann immer aus dem Zimmer geholt oder je nachdem tagsüber mit in den Keller geschleppt oder wie auch immer. Und die haben dieses kleine Mädchen von 4 Jahren, das du damals warst, die haben richtig mit dir geschlafen? Ja. Also. Die waren 17... Und 15 Jahre alt. Also 15 und 17, ja. Also schon ziemlich ausgewachsen wahrscheinlich. Die müssen dich doch fast verletzt haben in deinem Geschlecht. Haben sie auch. Also ich habe auch jetzt also im vaginalen Bereich einen Riss. Aber ich kann, also... Hast du nicht? Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich erzählen soll. Mir fällt es total schwer. Ich habe das erste Mal drüber gesprochen vor einem Jahr.
Und es war meine Cousine, die hatte ich damals aus den Augen verloren, weil die ist damals ins Heim gekommen, weil es damals so schlimm war in dem Haushalt von meinen Großeltern, da beide Alkoholiker waren. Lass mal eben die Cousine weg. Ich frag dich nochmal nach den schlimmen Vorfällen. Wie lange lief das denn so? Wie lange Drei ging Jahre. Das? 3 Jahre. Also von deinem 4. bis zu deinem 7. Lebensjahr. Es waren immer diese beiden Jungs, die das gemacht haben mit dir. Vom 4. bis 7. Lebensjahr, da hat man zumindest so ab 5., so geht es mir zumindest, schon eine gute Erinnerung. Ne? Ja, eben. Also deswegen glaubt mir das fast gar nicht, dass ich mich noch daran erinnern kann. Doch, also ich kann mich auch erinnern an, ich weiß, die tiefste Erinnerung geht, da war ich 4 Jahre alt. Ja. Du musst doch, du musst doch Höllenqualen ausgehalten haben. Ja, also wenn sie dann nicht, also mich vergewaltigt haben, haben sie mich dann gequält, also auch schon richtig dreckig gequält und haben irgendwelche Spielchen gemacht, mir Gegenstände, also ich kann das auch gar nicht richtig aussprechen, ich habe richtig massiv Probleme noch damit. Mhm. Sag nur so ein bisschen, um es sich grob vorzustellen, was für Spielchen haben sie gemacht, was haben sie mit Gegenständen gemacht? Ja, sie haben sie mir also vaginal eingeschoben, also ob das jetzt ein Stift war oder ob ich zugucken musste, wie sie sich, also wie sie selbst Hand an sich gelegt haben. Mhm. Und ja, das meistens im Keller da von deinen Großeltern? Keller oder ins Bad oder, also ich verstehe das auch nicht, dass es keiner mitbekommen hat. Mhm. Meine Mutter also hat sich dann immer gedacht, wo ich wieder nach Hause gegangen bin übers Wochenende, also wenn ich nach dem Wochenende zu meiner Mutter wieder zurückgegangen bin, hat sie mir gewundert, weil ich Albträume hatte und so weiter. Weißt du, Jessica, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wenn ein 4-jähriges Mädchen von einem 17-jährigen Jungen vergewaltigt wird, das heißt, wenn der Penis in die Vagina eines 4-jährigen Mädchens eingeführt wird, dann muss doch da schon alles irgendwie verletzt sein und bluten. War das bei dir damals auch so? Ja, schon, aber ich habe mich so geschämt, ich bin dann ins Bad, habe mich eingesperrt, ich weiß gar nicht, wie mir geschah und ich war meistens auch wie gelähmt. Mhm. Das hat stattgefunden damals, zwischen deinem 4. und 7. Lebensjahr. Ja. Und du fängst jetzt erst an, dich damit zu beschäftigen? Also ich habe das damals verdrängt, also richtig verdrängt. Hast du es niemandem erzählt? Nein, bis vor letztem Jahr niemanden. Bis ich dann meine Cousine dann getroffen habe und habe die dann auch angezeigt mit ihr zusammen, weil ich sie damals aus den Augen verloren hatte. Also angezeigt hast du die beiden Männer, die jetzigen, die Jungs? Genau, die, Nicht die Cousine angezeigt? Nein, die hatte selber mitgemacht, wie ich. Ach so. Und nur ich habe sie damals, ist sie ins Heim gekommen, dadurch, dass die Umstände, die sozialen Umstände abartig waren dort, ist sie ins Heim gekommen und habe sie da nicht mehr gesehen bis vor letztem Jahr. Und dann, wie kam der, du wusstest ja nicht, dass die das auch mitgemacht hat, ne? Nein, eben nicht. Und wie kam das, dass ihr euch dann offenbart habt und geöffnet habt? Wir haben uns dann mal hingesetzt, haben geredet, über die damalige Zeit geredet, ob sie irgendwelche Erinnerungen noch hat. Und dann wollte so keiner mit der Sprache richtig rausrücken, waren beide richtig gedrückt und habe ich gemeint, ja, hab halt rumgestottert, hab über meine Onkels angefangen, über die zwei Onkels, und dann hat sie auf einmal damit angefangen. Also hat sie von sich aus erzählt. Aber das muss doch für dich dann ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein. Der Wahnsinn, ich habe geweint, ich habe richtig geweint. Irgendwie in all der Traurigkeit, aber auch ein bisschen Erleichterung, dass jemand das so nachvollziehen kann. Genau, ne? Und genau, weil ich selber auch Schwierigkeiten hatte, darüber zu reden. Sie hat mir wirklich einen Stein vom Herzen genommen. Mir tat sie auch unendlich leid und ich habe nur noch Hassgefühle gehabt. Wir sind dann auf die Polizeistation gegangen und die haben das dann weitergeleitet zur Kriminalpolizei und hatte dann auch ein Vorsprechen zu Protokoll und es musste alles aufgenommen werden. Ja. Aber ich bin nie hingegangen, weil ich bin nie ins Detail gegangen, was passiert ist. Und das heißt, die Anzeige läuft gar nicht im Moment? Die ist stillgelegt. Aufgrund dadurch, dass ich noch nicht zur Kriminalpolizei hingegangen bin. Und deine Cousine? Wie ist die hat es gemacht. Die hat es gemacht? Wir durften nicht zusammen ins Zimmer oder so. Das heißt, also die Anzeige, die deine Cousine erstattet hat, das läuft schon, das Ganze? Ja, aber der Polizeibeamte hat gemeint, wenn wir nicht zusammen irgendwie was machen, dann hat es so gut wie keine Chance. Das ist natürlich wirklich eine super Chance, ne? Dass ihr beide aussagen könnt, rein theoretisch, und euch bestätigt, ne? Gegenseitig in dem, was geschehen ist. Ich habe halt Angst, dass sie mir irgendwie was antun, dadurch, dass ich bin jetzt umgezogen und die zwei wohnen überhaupt nicht so weit weg von mir. Und mein Opa wohnt bei mir genau um die Ecke und dem geht total schlecht. Und ich laufe denen gezwungenermaßen manchmal sogar über den Weg und ich habe richtig panische Angst. Sie haben gemeint gehabt, wenn ich irgendwelche Aussagen mache oder so, machen sie eine Gegenanzeige, die machen mir das Leben zur Hölle. Das haben die damals gesagt, als du Kind... Heute.
Heute. Ach, heute sagen die das zu dir? Ja, weil die haben das ja mitbekommen. Die haben von der Polizei einen Brief bekommen. Wegen der Cousine auch? Ja, genau, zur Vernehmung. Ah, und ja. Dadurch, dass mein Opa genau bei mir um die Ecke wohnt und er krank ist und ich halt jetzt teilweise auch gar nicht mehr hingehe, weil ich einfach Angst habe, dass ich denen über den Weg laufe. Die haben dich, das sind ja jetzt erwachsene Männer, ne? Ja. Die haben dich beide gleichzeitig angesprochen und haben dir gedroht? Haben mir gedroht, haben gemeint gehabt, wenn ich meine Anzeige also weiterlaufen lasse oder nicht zurückziehe, dann würden sie mir das Leben zur Hölle machen. Wie schrecklich. Ja. Was für Schweine. Was sie dir und euch angetan haben als Mädchen und was sie jetzt weiter tun. Ja, also ich kann auch heute Berührungen oder so, ich ertrage das einfach nicht. Fremde Leute, wenn die mir zu nahe kommen, auch im Gespräch, ich kriege Schweißausbrüche und das ist wirklich schlimm. Du hast bestimmt auch noch keinen Freund gehabt, ne? Ich habe einen festen Freund. Ja. Kannst du denn mit dem schlafen? Geht das? Am Anfang überhaupt nicht. Mhm. Also er war so liebevoll, einfühlsam und hat sich Zeit genommen, bis ich von mir aus selbst irgendwann gekommen bin zum Kuscheln oder dass ich ihm richtig nahe gekommen bin. Mhm. Was jetzt mittlerweile mit ihm, also es geht. Also ich habe gelernt, mich zu entspannen und. Aber richtig Spaß macht's dir nicht? Manchmal überhaupt nicht. Also das ist noch schwer. Hast du es ihm mittlerweile auch erzählt, was passiert ist? Ich habe ihm das erzählt gehabt, Das finde ich auch gut. Mhm. Ja. Also Jessica, ich wünsche mir natürlich unglaublich, dass diese Schweine, man muss das immer so sagen, dass diese Schweine vor Gericht kommen. Ja. Ich kann natürlich jetzt deine Angst verstehen. Und ich glaube, dass das ein ganz perfider und mieser Einschüchterungsversuch ist, um dir einfach Angst zu machen, um dich davon abzuhalten. Ja. Ich würde dir raten, dass du zu deiner eigenen Stabilität erstmal ganz dringend einen Menschen aufsuchst, der dir seelisch hilft, einen Psychologen. Ja. Das halte ich für ganz wichtig in dem Fall, weil du hast noch so viel an Verletzungen in dir, wo man dir helfen muss, dass die einigermaßen in den Griff bekommen werden. Und du brauchst einfach jemanden, der dich jetzt hier so ein bisschen unterstützt. Und das andere ist, ich fände es gut, wenn du Kontakt aufnehmen würdest mit einer Organisation, die sich mit Mädchen und Frauen beschäftigt, denen so etwas widerfahren ist. Ja, aber genau vor dem Schritt habe ich Angst, dass der eigene Wille zu professionellen Leuten und dann, dass ich den Schritt auf die Leute zumache und über die Sache rede, das fällt mir so schwer. Aber du hast hier angerufen, Mensch. Ja. Du hast hier, das finde ich irre, das ist ein ganz großer Schritt. Guck mal, wir beide sitzen jetzt nicht alleine hier und sind unter uns. Du bist jetzt in einer ganz großen Öffentlichkeit und du bist. Ja, ich traue mich auch gar nicht, irgendwie den Fernseher zu gucken. Aber du bist so mutig, das finde ich schon mal so toll. Und ich glaube, das zeigt ja auch, dass du auch eigentlich weiter nach vorne gehen willst. Ja. Aber das musst du wirklich selbst auch wollen und da darf dir auch keiner reinquatschen. Ich sage jetzt auch nicht zu dir, pass auf, Jessica, du musst dich auf jeden Fall anzeigen und so und so. Ich wünsche mir das sehr. Aber du musst es selbst wollen und du musst auch die Stabilität dafür haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du so ein paar Fachleute um dich herum hast, die dir helfen, die dich unterstützen. Auch Leute, die dich beraten, wie du mit solchen Drohungen umgehst von denen. Das schaffst du gar nicht alles alleine. Da wär ich dir oder würden wir dir jetzt sehr gerne helfen, indem wir dir jetzt ein paar Adressen an die Hand geben, an die du dich wendest, damit du wirklich eine professionelle Hilfe auch bekommst. Sowohl seelisch, aber vielleicht auch juristisch und was man da alles so machen muss. Mhm. Ne, das machen wir so. Ich habe eine sehr nette Kollegin hier, eine Psychologin, das ist die Elke. Du legst auf, die Elke ruft dich an und dann besprecht ihr alles Weitere. Ich sage nochmal, dass ich es toll finde, dass du mich angerufen hast. Danke, Domian. Wirklich, auch für dich, glaube ich, ist das ein wichtiger Schritt. Guck mal, du hast ja auch gerade ein paar Details erzählt, die dir wahrscheinlich auch sehr peinlich sind und die dir Schmerzen noch bereiten. Ja. Da habe ich auch hohen Respekt vor, dass du das gemacht hast. Letztendlich wird es dir alles helfen, auch wenn du später noch mehr Details vielleicht einem Psychologen erzählst. Es wird dir helfen, das etwas von dir loszuwerfen, abzuwerfen. Ich hoffe. Ja. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Und du legst auf, wir rufen zurück. Okay, tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema nochmal der Hinweis, ich werde gehasst. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die den Hass auf sich gezogen haben von außen. Warum auch immer, zu Recht oder zu Unrecht. Dass ihr sagt, es ist begründet, dass die Leute oder die Person mich hasst oder es ist nicht begründet.
aber dennoch werde ich gehasst. Das ist unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Mr. Thomas. Und ja, guten Morgen, Domian. 21 Jahre alt. Ja, ich wollte mal fragen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe eine Frage an dich. Bin ich normal? Ich glaube nämlich nicht. Ich bin 22 und ich stehe auf, ja, wie soll ich sagen, auf ältere Frauen. Ja. Ab 45, sage ich mal. Ach so, ab 45. Ja, die älteste Frau, die ich hatte, war 60. 60, ja. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Ja. Mhm. Normal ist das nicht. Nee. Aber es muss ja auch nicht alles normal sein. Normal ist manchmal auch langweilig. Das denke ich mir auch. Deswegen fange ich jetzt auch langsam an mit der SM-Szene, so mich da rein zu forschen. Ja. Ja, weil ich halt auf ausgefallene Sachen stehe. Du bist ja nur wirklich sehr jung noch, also 22, ne, sagst 22. du. Mhm. Wann hast du das bemerkt, dass du nicht auf die knackigen, süßen Mädels stehst, sondern eher auf die reife, erfahrene Frau? 17, 18. Mhm. Und wann hast du die erste Erfahrung gemacht, in welchem Alter? Auch so in dem Alter, mit deinen Eltern? Ja, mit 18 war ich das erste Mal bei einer Prostituierten. Die wesentlich älter war? Ja, 60. 60? Ja. Gibt's da 60-jährige Prostituierte? Ja, in Bremen gibt's eine. Wusste ich noch gar nicht, das ist ja schrill. Ja. Aber die hat doch wahrscheinlich, ich will dieser Dame nicht zu nahe treten, aber in der Regel stehen die Männer ja nur auf Jüngere, die hat doch wahrscheinlich kaum Kundschaft, oder? Ich weiß es nicht, ich rede mich vielleicht vom Kopf und Kragen jetzt, egal. Ich bin erstaunt. Also als ich da war, war da nicht so viel los. Ja, und da war die froh, dass der so ein knackiger Bursche wie du da hinkommst. Ja, so ungefähr. Wie war das? Die allererste Begegnung mit einer doch so viel älteren Frau. Du bist 18 und sie ist 60. Ja, ich sag ganz ehrlich, also mit der 60-Jährigen, das war schon nicht mehr so angenehm. Das war eine Nummer zu krass, oder wie? Ja, weil die hat sich zwar als 60 ausgegeben, aber ich bin mir der Meinung, weil die war auch schon voll wirre durcheinander. Ich habe schon teilweise gedacht, die hat Alzheimer gehabt. Mhm. Dann hat sie einen Preis von 20 Mark gesagt, dann hat sie 30 Mark gesagt, dann war sie wieder bei 50 und als wir dann fertig waren, dann wollte sie dann doch nur 15 Mark haben. Mhm. Die war voll durcheinander. Na gut, aber so körperlich, das hat ja auch nicht gefallen. Das war zu... Oder? Doch, ein bisschen doch, körperlich. Achso, es ging jetzt nur, da war die so ein bisschen wirr drauf. Also körperlich war das okay, meinst du? Ja. Ja. Was zieht dich denn an so viele älteren Frauen an? Ich weiß es nicht. Ich stehe auch viel auf diese Frauen ab 45, sag ich mal, die sich richtig derbsdick schminken, voll aufgedonnert rumlaufen. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es teilweise richtig geil. Mhm. Ich kann durch die Stadt gehen und mir so eine Frau den ganzen Tag über angucken. Man kann das natürlich letztendlich auch nie begründen, warum man irgendetwas geil findet. Ein anderer Typ von, ein Kollege von dir könnte auch nicht begründen, warum er ein 18-jähriges Mädel geil findet. Er sagt, der würde sagen, ja, die hat glatte Haut und schöne Haare und so, du sagst, die ist scharf geschminkt und das gefällt mir halt. Du legst also nicht Wert auf glatte, straffe Haut. Kann man natürlicherweise nicht haben, wenn man sehr viel älter wird. Nee. Dich turnen dann auch die Erfahrungsfalten, sagen wir es mal so. Die turnen dich an. Ja. Und dass dann auch der Busen ein bisschen schlaffer hängt und der Po und es eine Orangenhaut gibt und weiß ich was alles, was die Mädels also kriegen, wenn sie ein bisschen älter sind, ist dir auch alles egal. Das ist mir egal, da kann man drüber hinwegsehen, sag ich mal. Ist es vielleicht nicht nur egal, sondern macht sich sogar an? Anmachen würde ich vielleicht nicht gerade sagen. Ich weiß nicht. Das ist einfach, ich will auch keine Beziehung mit den älteren Frauen teilweise. Mhm. Ich will einfach nur den Sex. Mhm. Gut, aber dann muss es dich doch auch letztendlich anmachen. Dann muss dich Orangenhaut anmachen. Ja, kann vielleicht angehen. Ja, sonst kann ich es mir nicht erklären. Ja. Ja. Aber apropos Beziehung, so, würdest du denn gerne eine Beziehung haben so in deinem Leben? Ja, klar. Aber von was träumst du dann? Doch eher von einer Gleichaltrigen oder... Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich bin jung, ja, und ich kann jetzt halt noch leben, sag mal. Ja, wobei das wird kompliziert werden, wenn du so fixiert bist, auch erotisch, sexuell auf ältere Frauen, kannst du keine Partnerschaft mit einer Gleichaltrigen eingehen. Das wird auf Dauer gar nicht gehen. Nee, wird's auch nicht. Mhm. Ich würde ja nur bescheißen, sag ich mal. Ja, ja. Ich hatte noch mal eine Frage, wir gehen noch mal ein paar Jahre zurück, als du da das bemerkt hast an dir mit 17 oder so. Hat dich das nicht erschreckt, dass du dachtest, so scheiße, Mensch, meine ganzen Kumpel stehen auf die jungen Mädchen und ich gucke da den sehr viel älteren Frauen nach? Ja, da kam ich zuerst überhaupt nicht mit klar. Schämt man sich da nicht auch so vor den Freunden? Klar. Ja, ne? Ja, klar.
Wissen das heute überhaupt viele Freunde von dir? Gar keiner. Gar keiner? Überhaupt keiner. Du hattest auch noch nie eine Beziehung zu einer Gleichaltrigen? Länger? Also doch, hatte ich schon. Hattest du schon? Über anderthalb Jahre. Und warst mit den Gedanken? Ich hab sie beschissen. Also mit den Gedanken woanders? Ja, teilweise schon. Also sie hat mich zwar auch angetörnt, aber ich brauche ab und zu mal diesen Kick mit einer älteren Dame. Ja. Und das ist in Bremen zwar nicht gerade einfach, aber... immerhin hat es ja schon mal geklappt in Bremen. Ja, aber das ist jetzt die nächste Frage. Nicht nur bezogen auf die Prostituierte, sondern wie, wo lernst du Frauen kennen, die doch erheblich älter sind als du? Wo? Ja, ganz unterschiedlich. Abends in der Kneipe, da musst du schon in spezielle Kneipen gehen, wo du dann von draußen schon siehst, dass das so ein Happy Cadaver Club ist, sag ich mal. Also, es sind eher so die Schmuddelkneipen, oder wie? Wie bitte? Eher so Schmuddelkneipen? Ja, genau. Da gibt's denn sowas. Aber und da gehst du rein, baggern dann? Ja. Und das sind immer so One-Night-Stands? Ja. Ja, also da ist nie irgendwie was Längeres? Nee. Hast du denn schon so ein Telefonbuch angelegt? Das heißt, wenn du scharf bist, dass du anrufen kannst? Oder ist das immer nur wirklich einmal? Nee, ist immer nur einmal. Immer nur einmal. Wie reagieren die Frauen, wenn da so ein knackiger Knabe reinkommt? Ja, die denken zuerst, ja, was will der hier? Und dann fängst du an zu baggern und hier und da. Dann denken sie zuerst, der will dich, aber der ist verarschen. Ja. Yeah. Ja, und dann irgendwann denken sie aber und trotzdem, naja, und dann können, strammen Mann, ne? Und dann können sie ihr Glück gar nicht mehr fassen. Genau. Mhm. Also, normal ist es nicht, das ist klar, ne? Es gibt, ich habe es schon immer wieder auch so mitgekriegt, es gibt Leute, ich glaube, das ist ein Promillesatz von Männern, die auf, oder umgekehrt genauso, die auf sehr viel Ältere stehen, aber das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Prozent- bzw. Promillesatz. Ich finde es ja auch noch okay, solange du deinen Spaß dabei hast und du damit gut leben kannst. Die Frage ist nur, wenn es irgendwann ernster wird, wenn du auch mal eine Beziehung haben willst, wenn es um eine Liebe, eine Partnerschaft geht, willst du das dann? Kannst du das? Bist du mutig genug, dich dazu zu bekennen? Denn dein ganzer Bekanntenkreis wird natürlich denken, Thomas hat einen Riss in der Birne, ne? Und ja, das werden die allerdings denken. Ja. Ich hatte jetzt gerade was mit einer 35-Jährigen. Ah, das ist okay. Und die waren eindeutig zu jung, da weiß ich nicht. Ja, da also, bin ich hingefahren. Unter 40 läuft nichts. Ja, so ungefähr. Mhm. Nein, da, also bei aller Lustigkeit, dir muss klar sein, dass das Leben, was vor dir liegt, wenn du das, dass das kompliziert einfach wird. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein kleines, aber auch sehr großes Problem. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie man sich da umpolen kann, wenn man nun mal so auf sowas steht, auf solche Reizmuster, sage ich mal, dann ist es halt so. Also, Reizmuster. Ja, das sind ja klar, so ist es doch. Ja, klar. Ja, ja, schwierig. Ja, hast du einen allerbesten Freund, einen allerbesten Kumpel? Ja. Und dem hast du es auch noch nicht gewagt zu erzählen? Ich habe schon mal Andeutungen gemacht, so wenn wir Fernsehen geguckt haben und hier und da, wenn da ältere Frauen waren, so, ja, die sieht ja auch nicht schlecht aus, aber die ist ja leider zu alt und so. Und die sah bestimmt damals auch mal ganz gut aus, hier und da, aber naja, weiter. Ja, das können die meisten nicht nachvollziehen. Apropos Fernsehen, gibt es irgendeine prominente Frau, eine ältere prominente Frau, wo du vor dem Fernsehen sitzt und betest und denkst, wow, ist das eine geile Frau? Die dir jetzt so spontan einfällt. Nee, so spontan, jetzt nicht. Marijke Amado. Marijke Amado? Ja. Ja, die ist doch nicht, wie alt mag die sein? Nee, so alt ist die ja noch nicht. 50 nee. Höchstens, ja. Ja, trotzdem. Und wie wär's denn mit wie heißt die, Else Kling aus der Lindenstraße? nee, lass mal. Ist dann zu alt. Marijke Amado. Ja, das wäre doch eine schöne Sache. Marijke Amado mit einem 21-jährigen, 22-jährigen Thomas. Ja. Thomas, du bist unnormal, aber ich finde es okay, wenn du dein Leben damit in den Griff bekommst. Ja, klar. Das ist die Sache. Mehr kann ich nicht sagen. Ja. Alles gut. Ich noch ein Autogramm von dir. Ja, da musst du aber nochmal auflegen, rufen wir dich zurück wegen der Anschrift. Ja, okay. Okay, tschüss Thomas. Jo, tschüss. Oh, jetzt kommt gleich jemand. Hätte ich eigentlich verkuppeln können, ich hatte es gerade nicht gesehen. Meine nächste Anruferin hat nämlich das stolze Alter von 79 Jahren und sie heißt Alice oder Alice. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Jan. Ich grüße dich. Alice ist mein Alice, Name. Alice, sagt man. Ja, das ist auch egal. Ja. Ja, mein Problem.
habe ich ja schon mal geschildert, aber ich muss es ja wiederholen. Genau, ich weiß es ja nicht. Hast du den Kollegen gerade gehört? Nein, nee, das ist klar. Mhm. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ja, ein bisschen haben wir noch. Ja, ein bisschen haben wir noch. Also ich habe 2 Töchter. Mhm. Mein Mann ist aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Mhm. Ich habe 2 Töchter alleine groß gemacht. Beide Töchter haben einen Sohn. Mhm. Und der Sohn meiner älteren Tochter hat sich meines Kontos bedient. Er hat 15.000 Mark abgehoben. Von deinem Konto? Ja. Wie kommt er daran? Ja, ich war sehr krank, ich brauchte Haushaltsgeld und er hatte Kontovollmacht. Mhm. Und er kam also Geld holen und brachte gleich mehrere Auszahlungsscheine mit, die er sich hat von mir unterschreiben lassen. Ich vertraute ihm auch blindlings. Ja. Denn ich habe den mehr oder weniger mit groß gemacht, weil er kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Wie alt ist er jetzt? 39. 39 schon. So, mhm. Und ich habe noch einen, meine jüngste Tochter hat auch einen Sohn, mhm. Der wohnt weiter weg, 630 Kilometer. Mhm. So war ein Fall, spricht sich in der Familie herum. Ja. Und dann stellte er die gleiche Forderung an mich, er wollte auch 15.000 Mark haben. Habe ich ihm einen lieben, netten Brief zurückgeschrieben, er möchte sich bitte mit seinem Vetter in Verbindung setzen und sich für 7.500 Mark auszahlen lassen, dann sei das Geld gerecht verteilt. Mhm. Denn ich habe noch einen Anwalt aufgesucht, der auch eine Menge Geld gekostet hat. Wie mutig. Und da es meine Originalunterschriften waren, hatte ich gar keine Chance. Sag mal, wie hat er sich denn da, es ist ja dein Enkel, ne? Ja. Der dir 15.000 Mark im Konto gestohlen hat, muss man sagen. Ja, ich habe da mit der Anlageberaterin gesprochen. Hat sie erstmal gesagt, das ist eine Fehlbuchung, 15.000 Mark. Aber es erwies sich dann dennoch als Betrug. Tja, was hat der denn, darauf will ich hinaus. Was hat der denn gesagt? Wie hat der sich denn gar nichts, gar nichts. Erstmal war ich ja gerade wieder erst genesen. Mhm. Und da bin ich zur Anlageberaterin mit den Kontoauszügen. Mhm. Ich dachte, das ist eine Fehlbuchung. Sagt sie, es kann nicht angehen bei uns. Mhm. Ich dachte, wir sind alles nur Menschen und keine Maschinen. Mhm. So, und da hat sie einen Computer. Ja, sagt sie, hat ihr Enkelsohn, der ja auch Kunde bei unserer Bank ist, auf sein Konto also, beweisen lassen. Der Enkel hat sich nicht entschuldigt bei dir? Nein, ich habe ihn dann aufgesucht. Da kam ich an die Wohnungstür. Da hatte er seine Kleinen, damals war sie klein. Mhm. Und mit seiner kleinen Tochter. Und da sage ich, hör mal zu, Namen darf ich jetzt ja nicht nennen. Mhm. Ich möchte dich gerne mal sprechen, am liebsten irgendwo neutral. Mhm. Nein. Dann knallt mir die Wohnungstür vor der Nase. Aber was für eine große menschliche Enttäuschung muss das für dich sein, wenn du den Jungen alle mit aufgezogen hast? Ja, zumal ich eine total kranke Person bin. Was sagt denn deine Tochter ja, dazu? Ja, die ist erbost, die Mutter des Enkelsohnes ist erbost, weil ich das Geld zurückhaben will. Ach, weil du es zurückhaben willst, nicht weil er es genommen hat? Nein. Was sind denn das für Verhältnisse? Und meine 2 Jahre jüngere Tochter, die sind 60 und 58. Mhm. Sie ist böse, weil ich ihrem Sohn nicht auch 15.000 Mark. Hör mal, was ist denn da los bei so euch? So ist keine Verbindung mehr zwischen uns. Ich möchte aber ganz gerne die Verbindung wieder beleben und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Aber ich kann gut verstehen, dass du die erstmal abgebrochen hast. Und ich finde es auch mutig, dass du sie abgebrochen hast in deinem Alter. Ja. Ja, wenn man Bin ich also ganz rigoros. Und ich finde es auch so sehr traurig, dass er sich nicht entschuldigt, dass er sagt, okay, Oma, es ist passiert, bitte entschuldige, ich zahle es dir zurück. Dann wäre ja alles gut. Ja, also ich habe ihm jetzt Ratenzahlungen angeboten, aber er hat zwischenzeitlich gebaut, hat ein tolles Haus, hat alles, er verdient recht gut. Weißt du, Alice, ich will ja nicht jetzt die Hoffnung kaputt machen, aber ich will dir einfach mal die Wahrheit sagen. Ja, die möchte ich auch hören. Ich glaube, mit dem Kerl ist überhaupt nichts los. Ich finde, das ist ein richtig schlechter Charakter, wenn er seine Oma um 15.000 Mark betrügt und hinterher dann nicht mal dazu steht. Ja, und ich bin auch enttäuscht über seine Mutter, dass die dann noch zu ihm hält und nicht zu dir. Er hat eine sehr dominante Mutter, die leider auch ihre jüngere Schwester recht beherrscht. Mhm. Ja. Die müsste wahrscheinlich erstmal ihre Schwester anrufen, ob sie mich anrufen darf. So ich hätte die Sorge, wenn jetzt ein neuer Kontakt besteht, dass die dich irgendwann wieder bescheißen, wenn du nicht mehr so richtig fit bist. Das bin ich ja nicht. Ich habe jetzt schon 36 Operationen hinter mir. Die letzte war eine Darmverschluss. Mhm. Habe lange im Koma gelegen. Aber man möchte natürlich im Alter auch einen Frieden haben. Ne, mit ja, das ist es. Ich war lange im Koma gelegen. Das ist sehr und während schwer. Der Koma-Zeit habe ich einen Hörsturz bekommen, bin jetzt auf dem linken Ohr taub geblieben und rechts muss ich ein Hörgerät tragen. Also ich verstehe auf der einen Seite, dass du den Kontakt irgendwie haben möchtest. Auf das der anderen Seite die Kinder. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, die sind es vielleicht gar nicht wert, dass sie mit dir Kontakt haben, wenn die dir das angetan haben. Aber es tut weh. Es tut weh. Vielleicht solltest du dann doch nochmal den Schritt versuchen, zumindest lose den Kontakt zu haben. Ja, denn? Ich habe versucht,
meinen Enkelsohn hier am Ort zu erreichen. Da war seine Frau am Apparat. Alice, pass mal auf. Die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal auf. Okay? Ja, gut. Tschüss. Mach ich. Ich leg jetzt auf. Ja, tschüss. Das war's für heute. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.